So, hallo Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich nehme euch heute wieder mit in unseren Alltag. Wir haben uns jetzt gerade fertig gemacht, die Kinder ziehen sich auch gerade an. Und ich gehe mit den Kindern ein bisschen spazieren. Es war richtig nass draußen, es regnet zwischendurch mal. Und ja, aber ich dachte, wir gehen ein bisschen spazieren. Ich gucke mal hier in dieser Umgebung, ob vielleicht irgendwo eine Wohnung frei ist. Ja, und dann kommen wir nach Hause, muss ich noch Mittagessen machen, zu Hause ein bisschen aufräumen. So langsam muss ich auch hier ausmisten und ja, keine Ahnung. Mal gucken, was der Tag so bringt. Auf jeden Fall nehme ich euch mit und wünsche euch wie immer viel Spaß bei meinem Video. So Leute, wir haben uns jetzt angezogen. Ich gehe später baden, deswegen habe ich mich jetzt nur so gewaschen und ja, zu meinen Haaren. Ich werde die jetzt wirklich so lassen. Mein Ansatz, habt ihr recht. Die Haarverlängerung kommt bald ab. Ich weiß nicht, ob ich die Haarverlängerung vor Weihnachten und Silvester abmachen soll oder ob ich nach Silvester meine Haarverlängerung abmachen soll. Ich kann mich nicht entscheiden, weil meine echten Haare sind ja wirklich so kurz. So kurzes Haar hätte ich dann. Muss ich alles auf die eine Länge dann schneiden lassen und ja, meine Haare ein bisschen endlich ausruhen lassen. Ich weiß nicht, aber Silvester mit so kurzen Haaren, eigentlich könnte ich dann die Haarverlängerung so schöne Locken machen und sowas noch an Silvester. Vielleicht lasse ich die dann noch bis Silvester dran und dann ab Januar mit kurzen Haaren rumlaufen. Genau, würde ich sagen, ziehe ich jetzt die Kinder an und wir gehen los. Genau. So, los geht's. Draußen ist so eklig, alles nass und so, aber egal, ein bisschen frische Luft muss sein. Ich habe hier heute wieder so niedrigen Blutdruck. Ich glaube, es wird uns ganz gut tun. Also ihr seht, alles so ekelhaft. Luis will sein neues Fahrrad mitnehmen. Halt mal, ich schlepp den hoch. Oder halte du hinten, ich. Geh mal weg, Schatz. Halte du hinten, ich vorne. Komm. Jaua. Luis neuer Fahrrad. Mama, guck auf Uhr, jeder 15 Minuten. Nein, 15. 15? Ja. So, wir sind jetzt endlich draußen. Und ich muss sagen, es ist gar nicht kalt. Also die frische Luft tut richtig gut. Die Tage war es viel kälter und windig. Aber ich finde, heute geht's richtig, richtig gut. Dreh dich mal um, Lian. Hat die Weihnachtsmütze angezogen. Lian, ey. Du bist einer. Ja, abwechselnd fahren. Lians Fahrrad ist leider kaputt gegangen. Muss Papa heile machen, ne? Ja, hier sind überall Wohnungen, aber alles besetzt. Und dieser Wackelschwindel macht mir wieder zu schaffen. Aber was willst du machen? Man muss sich irgendwie, glaube ich, in diesen Zustand gewöhnen. Anders geht's ja nicht, ne? Deswegen sehe ich auch immer so kaputt aus, meine Augenringe. Weil es ist echt nervig und anstrengend. Nur Berg runterfahren. Ja. Berg ist schwer, ne? Na, Berg runterfahren meinte ich. Ich fahre. Also wenn man Berg. Ach ja, und Leute, guckt mal, Luis Zahn ist heute erste Wackelzahn ab. Ja. Cool. Wie ist groß. Wenn man einen ganzen Berg runterfährt, so richtig schnell, und dann noch einmal Berg hochfährt, dann ist man voll schnell oben. Hier, Leute, finde ich die Wohnungen voll schön. In diesem roten Block. Kommt schnell rüber. Und da wäre es auch nicht weit zu Lians Schule. Da hinten ist Lians Schule schon. Ja, mal gucken, ob hier irgendwas frei ist. Ich habe mir schon mal hier eine Wohnung angeguckt. Die war richtig gut. Aber die haben sich für andere entschieden. Wie mich schleudert das immer nach rechts, nach links. So schwindelig. Oh Gott. Du warst länger. Jetzt Lian erstmal. Ja, hier wird bestimmt nichts frei sein. Da gehen wir gleich da rechts, da ist noch ein Spielplatz. Ja, hier haben wir die Wohnung angeguckt, ja, voll schön. Komm hier rechts. So, ich habe da jetzt geklingelt, da war eine Wohnung frei, aber die ist schon leider vergeben. Oh, voll schade. Naja, wir gehen jetzt noch ein bisschen gucken, ob wir noch was finden. Wenn nicht, dann auch gleich nach Hause. Das Schwindeln macht mich fertig. Es drückt einfach meine Ohren zu. Mir wird so schwindelig. Kann ich mal gerade laufen, als wäre ich irgendwie so betrunken.
naja, versuchen einfach nicht darauf zu achten. Ja, wir gehen jetzt hier den Berg hoch, Straße runter, beim Bäcker lang und dann nach Hause. Ich weiß auch gar nicht, was ich kochen soll. Ich habe gar keine Ahnung. Muss ich gleich zu Hause mal gucken, was ich kochen kann. Vielleicht mache ich einfach eine Suppe heute. Ja, und ich will auch versuchen, nach 6 nicht mehr zu essen, weil ich zugenommen habe und das nervt mich. Ja, mal schauen. So, ich kann jetzt auch direkt die Wäsche mit hochnehmen. Brauche ich gleich nicht runterlatschen. Man sieht hier mich gar nicht, meine ganzen Augen drehen. Leute, meine Wimpern, ey. Ich wüsste, wie ich aussehe. Die fallen wir schon gleich ab. Was war das? Oh Gott. Was ist das? Ball von Katze. Leute, heute ist so dunkel draußen. Ich weiß gar nicht, ob ich filmen kann. Jetzt weiter, weil... Ich versuche mal, diese eine Rollo noch hochzumachen. Rollo ist auf. Überall, Leute. Wenn ich Licht anmache, dann geht es, glaube ich, auch nicht viel besser. Super, kann ich bestimmt heute nicht filmen. Scheiße. Und ganz am Fenster stehen kann ich ja auch nicht. Ich wollte jetzt auf jeden Fall gucken, was ich kochen kann. Lippe sind so trocken. Super. Ich bin froh, wenn ich eine neue Kamera habe. Jetzt, wenn ich Licht anmache, wird es jetzt wieder flackern. Oh Gott, ich gucke erst mal, was ich kochen kann. Ja, ich mache einfach Schweineschnitzel für die Kinder. Mache ich einfach mit Mehl panieren. Paniermehl und Ei mit Gewürzen. Ich mache immer Maggi mit rein. Und es schmeckt einfach richtig, richtig lecker. Das mache ich und dazu... Wollt ihr Reis dazu oder was? Reis. Reis? Ja, dazu mache ich Reis. Habt ihr gehört, ne? Meine Schminke so verschmiert, ey. Ich sehe gerade, für Salat habe ich gar nichts. Deswegen ohne Salat heute oder was. Oder ich mache einfach Tomaten mit Schmand. 3 Tomaten habe ich noch. Oder was könnte ich noch machen? Ich habe noch Rotkohl. Irgendwas kriege ich schon hin. So, ich habe mir jetzt einen Kaffee gemacht, weil mein Blutdruck ist wieder voll niedrig und ich merke das auch. Ich weiß, ich soll nicht mehr messen, aber es macht mir so eine Unruhe, wenn ich merke, dass mein Blutdruck so niedrig ist. Muss ich mal gucken, ob es wirklich niedrig ist oder ob ich mir das einbilde. Aber ja, ich muss mich auch schon, denke ich, bald von euch verabschieden, weil es wird immer dunkler und ich kann hier einfach so nicht weiter filmen. Genau, ich versuche mich jetzt einfach ein bisschen zu beruhigen. Später ruhe ich mich ein bisschen aus. Ich mache jetzt Reis und für die Kinder Schnitzel. Und dann machen wir auch heute, denke ich, nicht mehr viel. Es ist Sonntag, einfach ein bisschen ausruhen und mehr nicht. Und ich hoffe, mit der Wohnung klappt es und die ist noch frei. Ja, bin ich mal gespannt. Ich dachte, nach dem Spazieren wird mein Blutdruck ein bisschen besser. Aber da ist irgendwie schlimmer geworden. Naja, mal gucken nach dem Kaffee gleich. Ich mache mich selber so verrückt. Ich hasse das, ey. Nochmal. Ich habe jetzt ein Glas Wasser mit Salz getrunken. Noch eine Tasse Kaffee. Und ich trinke ganz kaltes Wasser. Mal gucken, ob es jetzt besser ist. Aber ich muss mich, glaube ich, nach dem Essen gleich ein bisschen hinlegen. Ja, weil ich fühle mich echt nicht gut. Ja, sieht man, ne? Der ist ein bisschen niedrig. Und ja, keine Ahnung, ich fühle mich auch heute so. Aber vielleicht liegt das daran, weil ich meine Periode habe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt auch von euch verabschieden. Oh, mein Schnitzel brennen an. Ja,
Kannst du mir das hier machen? Mach ich. Ja, dann würde ich sagen, hoffe ich, dass euch das Video trotzdem gefallen hat. Ich habe zwar nicht viel gefilmt, aber ja, es ist Sonntag, wir werden jetzt gleich essen. Einfach ein bisschen chillen, mache ich Wäsche. Mein Akku ist aus, ich muss kurz warten. Und ich muss mich hinlegen, ein bisschen Beine hoch. Genau, lasst mir mal Feedback da, einen Daumen nach oben. Und bis die Tage. Ciao.